Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Braun. Guten Morgen, lieber Carsten, Abend nach Hamburg. Herr Braun, Ihre Stimme klingt nicht ganz so fröhlich wie sonst. Wie geht es Ihrem Rücken? Naja, ich will nicht jammern, aber es gab genug zu jammern. Ich habe ja nun dieses Problem gehabt mit diesem etwas seltsamen Zeitgenossen, der mir ein 10-Kilo-Paket mit Büchern zugeschickt hat. Und das lag halt vor der Haustür. Ich komme nach Hause, heb das an, ohne drüber nachzudenken, wie schwer das ist. Und es tut einen Schlag. Und schon war das Iliosakralgelenk draußen. Jeder Mediziner wird wissen, was das heißt. Es muss nämlich wieder reingeschoben werden. Sehr schmerzhaft und ich leide noch immer und liege auch schlecht im Bett, weil ich weiß nicht, wo ich liegen soll. Links, rechts, auf dem Rücken, auf dem Bauch. Es tut alles weh. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das wieder in Ordnung kommt, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte aber in dem Zusammenhang zwei Dinge sagen. Das Erste, dass ich mich erstmal bei allen bedanke, die das immer korrekt erledigt haben, die entweder angerufen, geschrieben oder sonst irgendwie sich abgestimmt haben, gefragt haben, darf ich das, kann ich das? Das blieb immer im Rahmen. Das waren 1-2 Bücher, die kamen dann mal an per Post. Und das habe ich erledigt, gerne erledigt. Was nicht mehr geht und was überhaupt für mich eine Unverschämtheit ist, dass mir jemand 10 Bücher schickt, davon die Hälfte Fremdfabrikate. Ja, da waren 3 oder 4 Bücher von mir dabei und der Rest war von anderen Autoren. Was habe ich damit zu tun? Wie kommt der Kerl dazu? Ich habe ihn ja schon inzwischen scherzhalber der Honk genannt. Wie kommt der Honk dazu, mir ein 10-Kilo-Paket zu schicken, ohne anzufragen, einfach selbstverständlichst? Da liegt ein Brief bei, mit Schreibmaschine geschrieben, ohne Briefkopf, ja, mit einer unleserlichen Unterschrift. Und da steht dann, ja, und ich habe gehört in einer Folge mit dem Herrn Arndt und Ihnen, dass man Ihnen das zuschicken darf. Das ist allerdings eine grobe Missinterpretation. Man darf mir immer gern was zuschicken, das habe ich gesagt, aber im Moment setzen wir das alles mal aus und machen mal eine Pause. Es schickt mir jetzt im Moment mal niemand mehr was zu. Gestern ist noch hier angekommen, ich habe mir das extra mal hier zurechtgelegt. Das ist natürlich etwas, was besprochen war. Da ist schon das Rückkonto mit 5 Euro dabei, da muss ich ein Buch signieren, ist alles in Ordnung. Dann kommt hier ein Tankdeckel an, der ist übrigens auch besprochen. Der hat vorher gefragt, dass wir einen Tankdeckel signiert haben. Ich habe noch gar nicht ausgepackt. Ich finde das alles sehr nett und lustig. Und für welches Auto? Wo hier deine Motorhaube ankommt, die dann signiert werden soll oder ein ganzes Auto vor der Türe steht. Apropos vor der Türe stehen, auch das finde ich unerhört, dass Leute ohne Anmeldung einfach, und das geht seit Jahren so, vor der Türe stehen, klingeln und sagen, entweder sie wollen ein bisschen mit mir ein Fachgespräch führen oder aber sie wollen gerne was signiert haben. Alles ohne Anmeldung. Ich bin vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich bin ein höflicher Mensch. Ich muss denen natürlich sagen, also es tut mir furchtbar leid, gerade habe ich was anderes zu tun. Aber das geht nicht. Ich kann nur nicht bei Leuten klingeln, einfach wild fremd, die ich nicht kenne, und ein Gespräch verlangen wollen über Motorsport. Wo sind wir dann? Gell? Also ja, Wahnsinn. Lasst das bitte, Freunde. Ich finde das toll, dass ich so viele Fans habe. Ich genieße das auch im Alter jetzt und weiß, dass ich offensichtlich nicht viel verkehrt gemacht habe in meinem Job, wenn so viele Leute von mir was hören und sehen wollen, aber lasst mich bitte in Frieden. Im Moment möchte ich weder Besuch haben, noch möchte ich jemanden haben, der vor der Türe steht, unangemeldet. Außerdem bitte im Moment keine Post und keine Bücher zum Unterschreiben. Gerne wieder irgendwann, aber ich muss mich erstmal erholen und muss meine 20 Termine auf dem Streckbett absolvieren, damit mein Rücken wieder in Ordnung kommt. So, aber, Herr Braun, ich fühle mich ein bisschen schuldig an der ganzen Sache, ehrlich gesagt, weil wir das hier gesagt haben. Und da habe ich schon kurz zusammengezuckt und gesagt, oh Gott, will er das wirklich, dass man ihm was schickt? Einerseits freue ich mich natürlich, dass wir so viele Hörer haben. Andererseits finde ich es auch doof, wenn es so viele ausnutzen. Also wir haben es jetzt gesagt, regelmäßig werden die Bücher von Ihnen verlost, dankenswerterweise, die Sie signiert haben. Und, ja. Und Sie sind ja auch, und das sagen wir werden ja nicht müde, es anzukündigen, irgendwann sicherlich wieder an irgendeiner Strecke zu finden. Und ich finde, dann darf jeder seine eigenen 10-Kilo-Pakete schleppen und kann ihn das dann anbringen und können Sie es auch signieren. Und dann gibt es auch Fotos und dann gibt es auch hin und wieder Motorsportgespräche. Und ich finde, dabei müssen wir es jetzt bewenden lassen, oder? Das muss jetzt jeder mal verstanden haben. Das nächsten Jahr nochmal, dass ich das schaffe, an die Rennstrecke zu kommen. Und dann können wir das gerne machen. Ansonsten, wie gesagt, erstmal jetzt schöne Pause. Und lasst es einfach bleiben im Augenblick. Und danke an alle trotzdem, die immer brav sich gemeldet haben, die Anstand haben, die gut erzogen sind und die das besprochen haben mit mir. Und das werden wir auch wieder einführen. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. So. Eben, Leute, es ist ja alte Schule und da kann man auch ein bisschen alte Schule an den Tag legen, was die Erziehung anbelangt. Eine traurige Nachricht hat uns erreicht und wir haben was gemeinsam, wir durften ihn kennenlernen und interviewen. Hans Metzger ist verstorben, die Porsche-Motorenlegende.
Ja, es hat mich sehr getroffen, als ich das gestern erfahren habe. Ich hatte ihn oft vom Mikrofon das letzte Mal vor 2-3 Jahren in Aachen beim Porsche Classic Day des Porsche Zentrums dort. Da waren auch seine ganzen Mitstreiter. Das ist ja leider so, dass diese legendäre Porsche Denkfabrik in Weissach, die diesen ganzen Erfolg des Porsche Motorsports mal begründet hat, dass die langsam aber sicher anfängt auszusterben. Und das ist kein guter Gedanke. Wenn ich daran denke, dass schon gestorben sind der Helmut Bott, das war der große Chef der ganzen Gruppe. Man weiß, dass in Weissach ja wirklich alles konstruiert wurde, was im Rennsport erfolgreich war. Also Helmut Bott weg. Walter Neyer gestorben. Auch ein begnadeter Porsche-Ingenieur, der dann von Porsche zu Sauber gegangen ist. Dann gestorben jetzt Hans Metzger mit 90 Jahren. Das ist schon schlimm, wie ich finde. Gerade Hans Metzger, der eigentlich der Vater aller Porsche-Rennsport-Erfolgsmodelle ist. Angefangen beim 11er, über den 917er, damit ist er natürlich berühmt geworden. Er ist der Vater des 917er sozusagen. Ein begnadeter Motorenkonstrukteur. Fast jedes Erfolgsmodell trägt die Handschrift von Hans Metzger, was das Triebwerk angeht. Und dann natürlich das Highlight, der Tag Porsche Turbomotor in der Formel 1 mit Prost, mit Lauda, WM-Gewinne, 3 Stück, glaube ich, 3 oder 4 Weltmeisterschaften gewonnen. Also dieser Mann hat Porsche Unglaubliches beschert, und dass er jetzt gehen musste, schlimm, hat einen Herzinfarkt gehabt. Und ich habe gerade noch gestern mit Herbert Linge telefoniert, der gestern 92 geworden ist. Auch er ist einer dieser Männer, die dahin gehören, in diese große Erfolgsgruppe dieser Denkfabrik Porsche in Weissach. Weissach aufgebaut hat, ne? Ja, der Herbert, der auch die ONS-Staffel mal begründet hat, mit einer privaten Initiative. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Geschichte über seinen Porsche 914, der damals als Löschfahrzeug unterwegs war mit Dr. Rothenfelder. Ich meine, ich darf auch zum Herbert Linge eine ganz enge Verbindung. Mit Herbert habe ich den Nürburgring gelernt, die Nordschleife. Tatsächlich? Herbert Linge und Gerhard Mitter. Das haben Sie erzählt. Ja. Ich hoffe, er hat noch viel von seinem Leben jetzt und er macht noch viele Jahre. Und ich kann ihm hoffentlich noch oft gratulieren. Ja, und dann möchte ich natürlich auch noch an die erinnern, die außerdem noch da sind, außer Herbert. Diese Denkfabrik besteht ja auch und bestand immer aus Valentin Schäffer. Der Turbo-Valentin, kommt bald im Podcast. Ich habe ihn schon aufgenommen, demnächst kommt er. Ein unglaublich guter Typ, ist wahnsinnig fix mit seinen 89 Jahren inzwischen. Ist noch voll ganz da, weiß alles und erzählt die unglaublichsten Schoten. Dann haben wir noch den Helmut Flegel, der inzwischen 79 ist. Das ist der große Fahrwerkspapst gewesen, der auch mit dem 17er seine großen Erfolge natürlich hatte mit Mark Donohue, mit Willi Kausen und wer das alles fuhr, Leo Kinnunen, George Vollmer. Das war ja eine riesen Nummer mit dem 17er. Und da war Helmut Flegel der Mann, der das Fahrwerk vor allem gerichtet hat. Dann haben wir den Norbert Singer, der ist jetzt so um die 80 rum, 81, 82. Der ist 80 geworden. Der ist ganz fit, den habe ich auch interviewt, nachdem er 80 geworden ist. Und den langjährigen Rennsportchef und Rennleiter Peter Falk. Der müsste meiner Rechnung nach so um die 88, 87 sein. 87, 88. Ja. Das ist im Prinzip das Herz der Weissacher Denkfabrik. Und das sind die Männer, die von Mitte der 60er an bis in die 80er hinein die Erfolge mit den Fans beschert haben und den Fahrern wunderbare Instrumente in die Hand gegeben haben. Ja. So sieht's aus. Jetzt wird in Weissach was anderes gemacht. Da sind die Ingenieure dabei, Formel E zu machen und Elektrifizierung des Motorsports. Und das ist eine andere Welt. Ist eine andere Welt. Hat sich weitergedreht, hat sich weiterentwickelt. Es gibt noch Leute, die ja auch da natürlich noch so ein bisschen das Herz am rechten Fleck haben und sich um die GT-Modelle kümmern, wie der Bräuninger zum Beispiel, der ist jetzt dafür verantwortlich, hat das von Roland Kussmaul mit übernommen oder die haben lange parallel gearbeitet, Andi Bräuninger heißt er, und ich glaube, der hat noch so ein bisschen diese alte Denke, ist Fan davon, also ist kein großer Fan davon, wenn der Auspuffsound moduliert wird und so, und der mag, glaube ich, die Autos nach im alten Charakter. Und es gibt schon noch die Leute, die auch die alte Zeit versuchen hochzuhalten, trotz aller Elektrifizierung, aber wahrscheinlich wird niemand die Welt aufhalten können. Ne? Also nachdem wir jetzt ein bisschen in der Porsche-Geschichte rumgestöbert haben und das alles auch ein bisschen traurig gewesen ist durch den Tod von Hans Metzger und
ich würde sagen, jetzt machen wir es ein bisschen fröhlicher. Und deswegen habe ich das Thema gewählt, damit die Laune sich wieder ein bisschen anhebt. Und dachte, ich sollte mindestens mal eine Kurzgeschichte erzählen zu einem Rennen in Holland, das als Crazy Race in die Geschichte eingegangen ist. Ich habe das Vergnügen, dabei gewesen zu sein. Und ich habe das auch in einem meiner Bücher beschrieben. Jetzt als Erzählung kommt das vielleicht noch ein bisschen anders, ein bisschen fröhlicher rüber. Wenn Sie schreiben, müssen Sie ja irgendwo immer gewisse Dinge beachten. Und, aber so können Sie reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Ich habe einen Anruf bekommen zwischen Weihnachten und Neujahr von Thorn Hesemanns. Man schrieb das Jahr 1970. Und wenn der Thorn anruft, gibt es immer was zu lachen oder es gibt irgendwas zu unternehmen, wo es was zu lachen gibt. Also entweder erzählt er einen Witz am Telefon oder er sagt, du, lass uns was unternehmen, wo es Spaß und gute Laune gibt. Er war der Meinung, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr doch so langsam verginge und dass man was unternehmen müsse in dieser toten Woche. Und hat eingeladen nach, in die Nähe von Eindhoven, in einen Wald, wo es einen Parcours gab, offenbar einen alten Motocross-Parcours oder was auch immer. Und hat gesagt, wir fahren da ein Gracie Race mit identischen alten, klapprigen VWs. Da hat er vom Ben Conn in Amersfoort, das ist ein, der größte VW-Händler und Porsche-Händler in Holland, zumindest war es damals so, ich weiß nicht, wie die Dinge heute liegen, der ist übrigens auch gestorben, der Ben Conn. Der ist ja dann nach Amerika ausgewandert, hat dort einen riesen Weinhandel aufgezogen mit eigenen Weinbergen, mit einem sündhaft teuren Hotel und Restaurant dabei. War ein toller Typ, Carrera 6, alles Mögliche, auch bei uns gefahren, 1000 Kilometer. Also der Ben Conn hat ihm 40 alte Gebrauchtwagen verkauft, die die Leute in Zahlung gegeben haben für ein neues Auto. Und da standen also nun in Rhein-Glied 40 VW in der Nähe von Eindhoven aufgereiht. Es nahmen teil drei Nationen, Holland, Deutschland, England. Jeder hat nun seine Raufbolde geschickt, die wildesten, die man kriegen konnte. Aus Deutschland war Willi Kausen dabei und Helmut Kellners aus Holland. ja, der durfte ja nicht fehlen, der Willi, der war ja überall dabei, wo es was zu lachen gab. Dann aus Holland natürlich die Elite der holländischen Rennfahrer. Da war Gijs van der Net dabei, Han Akkerslot, Rob Slotemaker, den hatten wir noch, den Hans Berg und dann noch so ein paar Tourenwagenathleten. Und also das war schon eine wunderbare Gruppe aus England, die weiß ich nicht mehr. Also da waren 4, 5 aus England auch dabei, die haben sich tierisch amüsiert bei der Nummer. Dann wurde das Reglement erklärt. Das Reglement hieß, es gibt mehrere Durchgänge bis zum Finale, 20 Autos, 20 Teilnehmer, 20 weitere Autos stehen dann für die Zwischenläufe und das Finale bereit, weil man davon ausgehen musste, dass die ersten 20 Schrott sind nach gewisser Zeit. Das Regelwerk hat besagt, wer nach einem Lauf ohne Beschädigung ins Ziel kommt, ist sofort disqualifiziert. Das war mal das allererste und wichtigste. Wer richtig viele Beulen am Auto hatte, möglichst auch ein fehlendes Rad oder fehlende Kotflügel oder sonst was, der war automatisch für den nächsten Lauf qualifiziert. Und wer es geschafft hat, während eines dieser Läufe über 3 oder 4 Runden einmal eine Runde gegen den Verkehr zu fahren, ohne dabei zu stranden und das Ziel doch zu erreichen, der hat Sonderbonuspunkte bekommen, die ihm fürs Finale gut geschrieben waren und der war automatisch fürs Finale qualifiziert. Das war okay. Ich durfte da also auch mitmachen, ich war nämlich der dritte Deutsche. Eigentlich war ich als Journalist geladen und vor Ort, aber der Hesemanns hat mich überredet, dass ich da also auch selbst mitfahre. Er meinte, so ein wilder Formel-V-Typ wie ich könnte das natürlich auch sicherlich umsetzen hier in einem VW-Standard. Naja, habe ich mich also breitschlagen lassen, habe da mitgemacht, bin aber bereits nach der ersten Runde, nach dem ersten Lauf ausgeschieden, weil ich keine Beschädigungen mitgebracht habe. Das hat mir irgendwie widerstrebt in dem Fall, weil das war mir alles zu unübersichtlich und ich habe das erstmal ganz fröhlich angehen lassen und habe aber geschaut, dass ich mit niemand aneinander geraten bin, weil ich wusste wirklich nicht, wie das alles ausgeht und kam da also ganz freudestrahlend an, habe gedacht, bist du in den besten 10, kommst eine Runde weiter. Dann haben sie gesagt, so, für sie ist zu Ende, keine Beschädigung, Abtritt euer Ehren. Schön. Ja, also ich denke, wir gucken uns das mal an. Es gibt da ein wunderschönes Foto dazu. Da haben wir den Start. Der Start ja, sehr konventionell. Fußballstart. Das hat sich alles der Hesemanns und sein Vater ausgedacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was die alles im Kopf hatten, so, ne? So zwischendurch. Ja, und da sitzt also zum Beispiel im roten Helm der Gijs van Lennep.
Le Mans-Sieger. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Als der Bursch hier auf dem Hüpfball und auch die anderen, die daneben sitzen, da hüpfen die da zum Auto, mussten dann die Bälle wegkicken und ins Auto steigen, dann ging es los. Eine Rauferei, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Dass die Dinger passiert, das gibt es überhaupt gar nicht. Und ein Gelächter und alles voller Leute natürlich. Die Leute sind von allen Himmelsrichtungen gekommen, um sich das Schauspiel da anzugucken. Das glaube ich. Dann musste über Gräben gesprungen werden und durch Wasser durchfahren und über Wippen, dass die Karre auf zwei Rädern stand. Es war alles dabei. Und was soll ich sagen, einer der tapfersten Kämpfer war unser Willi Kausen, der es bis ins Finale geschafft hat. Ja? Wir haben hier zum Beispiel ein Bild, da fliegt einer über einen Graben, das ist der spätere Sieger, das ist der Rob Jansen aus Holland. Der macht das hier sehr gut, während ein anderer dann unsanft im Graben gestrandet ist. Das ist nämlich der holländische Kollege Rob Slotemaker, ausgerechnet der Schleuder- und Driftkönig, landet hier im Graben, ist zu kurz gesprungen, aus dem Haus. Wenn du kein Ziel siehst, gibt es natürlich kein Weiterkommen. Aber ja. Mein Willi hat das alles wunderbar erledigt, ist mutig zur Sache gegangen, hat auch Rempler ausgeteilt, Kotflügel abgerissen, alles, was das Herz begehrt. Und ist im Finale dann, wie man auch hier auf einem Bild sieht, durch sehr mutige Aktion auf Platz 2 gekommen. Und wenn man das genau anguckt, der steht ja da auf zwei Rädern, wenn man das genauer betrachtet, kann man vielleicht sogar seinen Bart erkennen unter dem Helm. Es war ein offener Helm und man sieht also Willis Bart da noch, der ja immer sehr mächtig war, aber immer gut gepflegt, wohlgemerkt, das Bärtchen. Und das war so ungeheuerlich. Und am Ende der ganzen Geschichte waren von den 40 Autos gut die Hälfte platt und die anderen waren mehr oder weniger stark beschädigt. Es drehte sich fast kein Rad mehr am Ende. Ein einziger großer Schrotthaufen. Die Leute hatten ihren Spaß, die Sportbehörde allerdings weniger. Der ist das zu Ohren gekommen. Die holländische Sportbehörde hat diese Veranstaltung sofort verboten, obwohl der Toine Heesemans bei der Verabschiedung gesagt hat, also wir freuen uns aufs nächste Jahr, wir werden das wieder machen. Da wusste er noch nicht, was dann die Sportbehörde dazu sagt. Und in Deutschland wurden die Teilnehmer angeschrieben von der ONS, so hieß das damals, was heute der DMSB ist. Sie hätten an einer sogenannten wilden Veranstaltung teilgenommen. Und es hat noch ordentlich gerumpelt im Karton. Es gab noch richtig viele. Ja. Man durfte nichts anderes fahren, was nicht DMSB oder FIA organisiert war, oder was? Also eine wilde Veranstaltung war zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Motorsportclub hergeht und sagt, wir machen jetzt eine Rallye über Wald und Wiese und lädt einen Lizenznehmer dazu ein. Der macht da mit und denkt sich nichts dabei. Das kommt heraus, steht in der Zeitung, landet in Frankfurt bei der ONS. Der Justiziar liest das und sagt so, den laden wir gleich mal vor. Der hätte ja da überhaupt nicht teilnehmen dürfen. Die Veranstaltung war überhaupt nicht genehmigt von uns. Und schon war der Lizenz los. Das ging damals ratzfatz. Lizenz hat es schneller gegeben, als du gucken konntest. Die haben sogar noch nicht einmal damals davor zurückgeschreckt, einem Journalisten wie mir anzudrohen, mir die Lizenz abzunehmen, weil ich kritisch berichtet habe und in aller Einzelheit über verschiedene Missstände im Motorsport. Dann hat man irgendwann gesagt, können wir dem Braunen die Lizenz abnehmen? Der macht diese ganze Sache hier öffentlich, was eigentlich besser bei uns in den Akten bliebe. Wo immer er das her hat, sei mal dahingestellt. Aber den könnte man doch eigentlich anklagen. Da habe ich mir einen Rechtsanwalt aus München nehmen müssen. Ich weiß noch genau, wie der hieß Meister. Ja, den hat man mir empfohlen und mit dem bin ich dann dahingezogen und der hat mich dann verteidigt. Dazu kam ja noch, dass der Rodriguez-Unfall 1970 oder 71 am Nürburgring war der tödliche. Und auch da habe ich natürlich einiges geschrieben, was auch in Sachen Sicherheit nicht ganz so in Ordnung war. Und da fühlte sich die ONS doch sehr angesprochen und hat mir tatsächlich einen Lizenzentzug angedroht. Das müssen wir euch mal vorstellen. Ja, als der Hans-Wilhelm Gelb, der damals noch mein Chefredakteur bei der Autozeitung war, dann angedroht hat, diese Sache dann jetzt erst recht öffentlich zu machen, dann haben sie es nachgelassen. Und dann war Ruhe plötzlich. Ne? Und die Verhandlung ging dann auch. Die wurde abgesetzt, die hat gar nicht stattgefunden. Es wurde alles abgesetzt, weil natürlich wir mit der Autozeitung gedroht haben, jetzt haben wir euch mal richtig an die Kiste. So musste man sich damals um seine Lizenz kümmern und gucken, dass man nicht dann solches nimmt. Ne? Und da war Wahnsinn. Ich auch wieder im Lostopf drin. Ne? Was meine Generation sich jetzt als Frage stellt, ist denn da nichts passiert? Ist da kein einziger verletzt worden? Man sieht keinen Überrollbügel, nichts. Nichts, null. Es gab Überschläge ohne Ende. Es gab sogar einen, der wirklich diese Runde geschafft hat gegen den Verkehr.
was natürlich völlig abstrus ist, aber es gab keinerlei Verletzungen, es gab nur verletzte Autos. Und die Zuschauer sind nach Hause gegangen und haben sich tierisch gefreut und haben gesagt, das war mal eine gute Show. Ja, davon gehe ich aus. Ja, gut, das hat nie mehr stattgefunden. Es war aber ein nettes Bonbon zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wir denken gern dran zurück. Und wenn ich den und wieder mal sehe oder was von ihm lese, dann fällt mir immer sofort diese Nummer wieder ein. Der Thorn war ja für jeden Spaß zu haben. Der hat ja ständig irgendwas ausgeheckt. Das ist ja unvorstellbar gewesen, was der für einen Blödsinn veranstaltet hat. Das war ja auch einer der trickreichsten überhaupt. Der hatte ja den leichtesten Escort der Rennsportmeisterschaft und keiner wusste, warum der so leicht ist. Der hatte immer irgendeinen Trick und einen Dreh drauf. Und ich meine, so Typen wie Hesemanns, Kausen und Co., die fehlen uns heute. Ja, diese Typen gibt es nicht mehr. Und das, was ein bisschen diesem Sport heute abgeht, dass man eben diese, ja, wie soll ich sagen, halt diese Spezialisten in Sachen Blödsinn und Spaß und Trickserei, die fehlen halt ein bisschen. Dafür ist kein Platz mehr, ne? Nee, leider nicht. Der Sport ist ernst geworden, es gibt nichts mehr zu lachen und der Thorn, der war auch irgendwann mal wohl zusammen mit seinem Sohn, der Mike Hesemanns ist ja auch ein erfolgreicher Rennfahrer geworden. Da gibt es jetzt sogar schon die dritte Generation, ich glaube, da gibt es jetzt schon den Luca Hesemanns im Kart. Das ist wieder ein Sohn von Mike. Und der Thorn hat ja viele Hotels und ein großes Unternehmen auf den Antillen, auf den holländischen Antillen. Sehr erfolgreich als Hotelier dort. Der hat mir irgendwann mal im Vorbeigehen gesagt, das ist nicht mehr seine Welt, dieser Rennsport. Das sagen viele aus dieser Zeit. Gut. Crazy Race sollte mal zur Erheiterung dienen. Und wenn wir uns wiedersehen, das war heute mal ein kürzerer Beitrag, dann wollen wir gleich bleiben. Ich habe mir gedacht, das nächste Mal muss ich unbedingt mal eine Bilderstrecke an Kuriosen und an Momentaufnahmen zeigen, wie sie der Motorsport heute ganz sicher nicht mehr kennt. Und darauf sollten Sie sich alle freuen. Wir werden bald wieder telefonieren und dann machen wir die nächste Nummer. Einverstanden? Herr Braun, gute Besserung. Bleiben Sie gesund, soweit es geht. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.